Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu einem neuen Wochenorakel für die kommende Woche. Wir schauen von Montag bis Sonntag, vom 13.02. bis zum 19.02.2023. Schauen wir in die Kollektivenergien, Liebe, Beruf, Partnerschaft etc. Alles, was wir sehen, auch wie es uns geht. Und natürlich nicht vergessen, wer es gut findet. Manche sagen, oh, es ist so ein kommerzieller Tag. Am Dienstag ist Valentinstag, ne? 14.02. Also liebe Herren, liebe Frauen, es gilt für beide immer. Ich sage immer so, das heißt nicht, dass die Frauen nur beschenkt werden dürfen müssen, sondern die Herren genauso. Wenn ihr das natürlich lebt, ne? Viele sagen auch, ja, jeden. Man kann sich auch jeden Tag verschenken, man muss nicht unbedingt diese Tage dafür nutzen. Ich bin aber trotzdem so, dass ich mag den Tag und da sehe ich natürlich ganz, 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 ganz viel rosa und rote Herzchen an dem Tag und Liebe ist auch die Liebe, Liebe dann auch ein bisschen zu feiern, ne? Obwohl ich sie auch immer feiere, ihr wisst hier, die Liebe, Liebe, ne? Na gut. Ja, es ist ein Kollektivorakel, ihr wisst, private Buchungen sind möglich, unter dem Video in den Shownotes findet ihr meine E-Mail-Adresse. Seid mir alle natürlich gegrüßt, ich freue mich über jeden, der oder die hier mit dabei ist. Ich freue mich über kostenlose Abos, damit unterstützt ihr natürlich meinen Kanal und zeigt mir natürlich auch, dass ihr hier gerne seid und ja, kostenloses Abo tut ja auch nicht weh. Nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Ihr wisst, hier verändert sich ja ab und zu mal was jetzt in diesem Jahr. Und deswegen seid ihr dann immer informiert. Und ihr Lieben, der Daumen nach oben, der ist wieder für mich ganz, 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 ganz wertvoll. Ich sage es immer wieder gerne, weil es doch immer so sehr oft vergessen wird. Und das ist das Einzige, was ich mir von euch wünsche. Und deswegen wäre es toll, wenn ihr mir diesen Gefallen auch erfüllt. Okay. So, vielen lieben Dank erstmal dafür. Jetzt schauen wir bei den Kollektivenergien für die kommende Woche. Und zwar vom 12.12., jetzt ist ja schon 12.12., nein, 12.02.2023 bis 19.02.2023. Das habe ich natürlich nochmal hier mich fast hier verhaspeln wollen. Deswegen fangen wir nochmal an, weil die Karten wollen wir nicht durcheinander bringen. Also, vom 12.02. bis 19.02.2023 möchten wir gerne alles über die kommende Woche wissen. Alle Kollektivgeschichten wollte ich gerade sagen. Nein, alle Kollektivbotschaften, die kommen möchten, Liebe, Beruf, Partnerschaft, Finanzen. So, und dann schauen wir uns natürlich die ersten allgemeinen Energien an. So, das Schicksalskreuz, okay. Den Hund haben wir hier und die Gespräche, ja. Schicksalhaft kommen hier Gespräche, ernsthafte, tacheles Gespräche. Die Roten sind bei mir keine Streitgespräche, sondern sie wirklich die fundamentalen, elementaren, ne? Fundamental ist ein falsches Wort, sondern elementar wichtigen Gespräche, die wirklich auch ins Eingemachte gehen können. Ne? Also das heißt, es ist halt Wichtigkeit. Für mich heißt es immer so, wenn sich mindestens zwei Parteien gegenseitig interessieren, dann führt man ernsthafte Gespräche und die können manchmal auch hitzig werden. Ne? Kann gut sein, dass schicksalhaft ein Gespräch mit einem Freund, Freundin kommt. Es kann sein, dass schicksalhaft ein Gespräch über Treue, Loyalität geführt wird, was mal endlich an der Zeit war. Ne? Kann alles sein. Auf jeden Fall möchte hier schicksalhaft ein Gespräch geführt werden, was aber hier auch sehr, sehr gut ist, wenn das geführt wird. Ne? Weil dann kann auch, ich sehe ja nur den drei Karten jetzt erstmal, dann kann auch ein Konsens gefunden werden, womit dann mindestens die beiden Parteien, du und jemand anders, mindestens, manchmal sind es ja auch mehrere, dann damit auch zukünftig leben können. Ne? Und Gespräche sind so wichtig. Ich sage immer, in meinen Kommunikationstrainings sage ich immer, nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Und so ist es ja auch im Leben, das wisst ihr auch. Ne? Wenn ich nichts sage, wenn auch in Partnerschaften nicht, ich kann nicht erwarten, dass mein Herzmensch, Herzmenschen mir alles immer von der Stirn abliest, ne? Oder von den Lippen, wo ich noch nicht mal was gesagt habe. Ne? Also deswegen drüber nachdenken, wenn ihr was wollt, dann kommuniziert es auch. Ne? Ist immer das A und O bei allem. Der Ton macht immer die Musik. Ansprachen kann man immer tätigen, aber der Ton macht die Musik. So, wir sind alle hier die Frau im Kartenblatt, ne? Also wir sind hier nicht der Mann. Der Mann ist Herzmensch, Herzmenschen. Bitte auch, liebe Herren, münzt es auf euch um, dass wir alle erstmal die Frau sind. Und sobald ihr bei mir privat auch bucht, liebe Männer, dann seid ihr natürlich auch der Mann im Kartenbild. So, jetzt bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall schaut er oder sie schon mal in die Sonne rein. Und der Fuchs kommt direkt hinterher. Gut, wir wollen aber nichts vorwegnehmen jetzt hier. Ich muss mal erstmal gucken, ob alles gut liegt, damit ihr auch alles soweit sehen könnt. Und dann starten wir natürlich, genau. So, hier haben wir einmal die Routen.
hier und hier haben wir den Park, das Außen. Okay, so. Ersten drei Karten. Alltagsglück. Irgendetwas ist hier so, dass beruflich was zu überdenken ist. Ne? Entweder ihr beendet jetzt wirklich euer Berufsleben, ihr endet es vielleicht auch in die Selbstständigkeit, wie auch immer. Es kann gut sein, wir haben auf jeden Fall den Sicherheitsschlüssel hier schon auch direkt neben dem beruflichen. Wir haben die Wunscherfüllung hier. Wir haben alles, was so im Frühjahr dann auch verträgemäßig dann sein soll, wird auf jeden Fall Kummer und Sorgen dann endlich dann auch von euch gehen lassen. Ne? Letztendlich kommt dann die neue Türe, die Sicherheitstüre wird geöffnet mit den neuen Wegen, mit den neuen Möglichkeiten für euch auch und das wirklich hier, ja, wo ihr vertrauen könnt, wo ihr wieder Kraft schöpfen könnt, wo ihr Loyalität erfahrt. Ne? Wir liegen auch auf dem Hund. Ne? Das heißt wirklich auch so, es geht jetzt auch diesbezüglich auch in die richtige Richtung, dass wir wieder vertrauen können. Ne? Wir haben die neue Türe schon im Kopf, auch die Sicherheitstüre. Deswegen nimmt es auch an, dass die Komplikationen hier auch rausgehen können. Manchmal sind jetzt noch ein paar Klärungen zu erledigen, auch in dieser Woche vielleicht, auch wenn ihr wirklich beruflichen Neustart machen wollt. Natürlich, der Anker im allgemeinen Kollektivorakel kann auch eine andere Verwurzelung sein, kann man auch sagen, dass man möchte woanders hingehen, man möchte sich neu orientieren, ne? Man möchte vielleicht auch in der Partnerschaft was verändern oder. Also ganz viele Möglichkeiten. Wir haben ja schon wirklich das Alltagsglück auf der ersten Position auf dem Reiter, das heißt, es kommt schnell hier Wachstum. Und alles, was jetzt so gerade euch daran hindert, wo ihr vielleicht gerade noch nicht den Lichtblick habt, dass das wirklich eine Veränderung kommt, gerade auch wirklich eine Verankerung beruflich gesehen oder halt auch häuslich gesehen oder mit Menschen auch, das kommt aber auch schicksalhaft wirklich auch mit dem großen Glück auch. Und im Außen haben wir jetzt hier die erste Karte, Alltagsglück, das Kleeblatt, mit Sicherheit die neue Türe, es finden Gespräche im Außen auch statt mit dem höchsten Glück. Und wir haben auf der höchsten Glückskarte haben wir auch wirklich einen Baum hier drauf mit Wachstum auch. Auch wenn jetzt vielleicht noch auch was Verträge betrifft oder Verbindungen allgemein. Ne, die Verbindungsvertragskarte, auch wenn das jetzt gerade noch so ein bisschen ja, euch noch zum Nachdenken bringt. Ne, das haben wir auch letzte Woche schon gehabt. Es kommen jetzt die Entscheidungen noch im Winter, die gefällt werden dürfen und die vielleicht auch mit sich manchmal auch Ballast bringen, weil schicksalhaft möchten die halt auch geklärt werden, damit ihr in die Stabilität kommt, damit endlich das Auf und Ab hier auch ein Ende hat, ne? Damit wir wieder vertrauen können und damit wir nicht die Energieverluste auch haben, sondern dass wir wirklich sagen können, okay, unser Neustart, wir sehen den Neustart auch bald wieder hier, ne? Und das ist so, für viele wird es hier auch beruflich gesehen auch in eine neue Richtung gehen. Und gerade auch, wenn man sich vielleicht auch mal selbstständig machen möchte, diesbezüglich auch. Es ist wichtig, dass ihr Verträge immer überprüft. Wir haben hier auch in Bezug hier auf den Fuchs, haben wir natürlich auch die Unternehmenskarte, die Selbstständigenkarte. Schaut nach, was euch da noch fehlt, wo ihr noch Klarheit haben dürft, müsst. Und dann ist das alles auch in Ordnung, weil wir haben die Vertrag-Verbindungskarte hier auch an einem Unternehmen, bei Kunden halt auch in der Selbstständigkeit mit Vertrauen. Alles kommt in Bewegung, sodass man da auch wieder in diese Verankerung kommt mit der Wunscherfüllung auch. Wir haben auf Verbindungen, Verträge allgemein hier Neustart, Wachstum auch, wo wir die Klarheit reinbekommen. Der Vertrag, die Verbindungen liegen hier auch auf den Wolken, das heißt, wo die Klarheit auch reinkommt, dass wirklich im Frühjahr, das, was ihr jetzt so seht, wird im Frühjahr dann auch, ja, mit Sicherheit dann auch für euch die neuen Wege und die neuen Möglichkeiten auch hier öffnen und verbreiten und euch auch glücklich schätzen. Wir schauen hier auch in den Aktivitäten rein, wir schauen in die emotionale Fülle hier auch rein, was Unternehmen betrifft, aber auch hier natürlich auch, dass wir unsere Isolation mal endlich ablegen, dass wir mal wieder ins Außen gehen, um einen Herzmenschen auch im Außen treffen zu können, ne? Mit dem größten Glück auch. Und zweifelt da nicht, wir haben schon hier Wachstum drauf liegen. Manchmal ist es nun mal so, dass wir uns in so Prozessen befinden, wo wir alles an allem irgendwie was auszusetzen haben, wo wir überall die Flöhe husten hören. Ne? Aber jetzt geht es darum, da auch mal ein bisschen zu vertrauen, die Klarheit reinzubekommen, was jetzt noch so im Winter hier geklärt werden darf, ne? In Gefühlsangelegenheiten, das wird auch schicksalhaft geklärt. Ne? Auch durch Gespräche sogar. Ne? Also kommuniziert auch, seid proaktiv auch in diesen Gesprächssituationen. Ne? Also sprich, geht da auch wirklich auch proaktiv dran und spricht es an. Der Ton macht die Musik, habe ich vorhin schon gesagt. Nur sprechende Menschen kann geholfen werden. Ne? Und deswegen ist auch ganz wichtig, wir müssen ja unsere Stärke auch wieder bekommen, auch gerade mit der Mittellinie. So Stress, Hektik, auch natürlich auch so mit Zweifeln und alles. Ne? Ist jetzt zum Beispiel jetzt auch bei Herz-Mensch-Herz-Menschen, liegt jetzt hier auf der Trennung. Ist die Trennung wirklich da? Wird die Trennung vollzogen?
Ist er oder sie überhaupt getrennt, wenn ich jemand Neues kennenlerne? Ne? Was kommen da für Komplikationen? Was kann sein, was vielleicht auch die Vergangenheit uns noch beeinflusst? Was haben wir noch für Mutter-Vater-Themen? Oder was haben wir für Ex-Geschichten noch? Oder wer hat uns in der Vergangenheit, Mann oder Frau, ja so weit gebracht, dass wir hier zu klein sind, uns nicht drauf einlassen können? Wie gesagt, wir hinter allem irgendwie die Flöhe husten hören, ne? Also überall auch das Haar in der Suppe suchen, unbewusst auch oftmals. Und das natürlich uns dann auch Blockaden beschert in Gefühlsangelegenheiten. Und dann können wir nicht frei sein. Dabei sollen wir, weil hier ist Wachstum schon, das in Bewegung die Veränderung auch mit sich bringt aus dem Außen. Und er oder sie, auch für die Beschreibung, für die lieben Singles, kann auch selbstständig sein oder gerade auch getrennt. Und schaut in die Sonne rein, ne? Möchte das alles, ist natürlich auch noch in manchmal auch befangen auch, ne? Warum auch immer. Aber Wachstum möchte er oder sie auch. Und ich sage so, manchmal so, man möchte alles und manchmal ist es auch so, dass eine Trennung auch nicht so schnell vollzogen werden kann, ne? Wenn Trennungen da sein dürfen müssen. Es sind Energieverluste da, es sind auch Zweifel da, ob das alles so gut ist und so. Aber das ist auch, glaube ich, auch ganz normal. Wichtig ist, er oder sie spiegelt sich auch mit der Kommunikation, Nachrichtenkarte. Also hier kommt auch was von ihm oder ihr. Ne? Wer jemand jetzt neu kennenlernt, hier im Außen auch mit dem höchsten Glück, mit den Gefühlen, mit Alltagsglück, Aufbauglück hier, wo wirklich eine Transformation auch stattfinden kann, wo ein Ende gesetzt werden kann, auch für euch, ne? Was ich vorhin auch sagte, vielleicht, dass ihr euch da auch noch ein bisschen blockiert und noch nicht so bereit seid, weil ihr hinter allem irgendwas seht, aus den Erfahrungen, aus Kindheitsthemen, aber auch aus vergangenen Beziehungen oder Dates etc., die nicht so gut gelaufen sind. Ne? Also da schaut aber richtig hin, weil letztendlich wir korrespondieren auch mit ihm oder ihr, was auch total schön ist. Und manchmal darf man sich auch darauf einlassen, ne? Weil auch wenn Zweifel da sind und die rosarote Brille nicht immer nur gesehen werden kann, weil einfach Themen da sind, welche auch immer, ob das finanzielle, materielle, in dem Sinne auch berufliche Themen oder wirklich, weil noch jemand da ist oder Kinder da sind. Aber wir haben hier wirklich die Treue hier auch letztendlich auch hier, dass es hier weitergeht, was man noch gar nicht weiß. Die Stärke kommt auch bei ihm oder ihr wieder, ne? Also die Energieverluste, die da sind, werden hier auch wieder sozusagen neu entfacht oder gestärkt hier auch, ne, mit Neuanfang, mit wirklich hier auch Stabilität und mit Kommunikation, Nachrichten auch in eure Richtung vor allen Dingen auch. Ne? Also das ist so etwas, wo jetzt vielleicht sein kann, dass er oder sie sich ein bisschen zurückzieht, auch aufgrund der Themen, auch wenn ihr jemand Neues kennenlernt, vielleicht wird es auch so sein, dass er oder sie einfach da überwältigt ist und sich deswegen auch zurückzieht, aber sieht es nicht immer dann direkt als negativ. Wir haben auf Partnerschaften hier Neustart, Neuanfang mit der Klarheit, mit der Verbindungskarte. Ne? Also wir haben hier sozusagen zweimal nochmal die Bestätigung, dass es auch in die Verbindung auch geht, ne? Mit den Gefühlen, auch in Herzangelegenheiten. Hier Herzangelegenheiten, kann ein neues Kapitel geöffnet werden, man kann sich wieder wohlfühlen, man kann sich fallen lassen, man kann sich freuen aufeinander. Ne? Was alles noch jetzt so gerade auch bei ihm oder ihr so mehr noch im Verborgenen auch ist. Man möchte, aber man kann noch nicht. Ne? Also deswegen zieht man sich zurück, weil einfach Themen da sind, weil man manchmal auch nicht belasten möchte. So, die Gelder sind hier auch, die liegen letztendlich hier auf der, jetzt bin ich ein bisschen hier durcheinander gekommen für mich. Nee, so jetzt bin ich hier. Also nicht durcheinander gekommen, sondern ich weiß, die Gelder liegen hier auf der Spiritualität, auf der Wunscherfüllungskarte in Bezug hier auf Verankerung, auf Job, also hier kommen Gelder rein. Da, wo jetzt vielleicht gerade noch so Komplikationen bei dem einen oder anderen vielleicht finanziell da sind, ne, kommen auf jeden Fall hier vielleicht auch Behördengelder, wo wir noch nicht so wirklich was wissen oder aus Verträgen hier, Erbschaften, Bankverträge, ne, Lebensversicherung etc. werden dann im März, also März für mich ist immer so, weil dadurch, dass die Blumenkarte Frühjahrskarte ist und Ende März natürlich das Frühjahr anfängt, werden die vielleicht ausbezahlt. Ne? Ihr wisst es, dann gehen die Komplikationen auch raus. Hier drüber haben wir auch Neustart, Neuanfang in den Geldern, wo es jetzt noch vielleicht Verluste gab oder Ausgaben gab, noch, aber alles noch im normalen Rahmen. Darf sich hier auf jeden Fall auch ändern, wird, kommt auch in die Veränderung. Und dann werdet ihr auch sehen, dass wieder da auch die Sicherheit für euch da finanziell reinkommt, ne? Weil durch neue Möglichkeiten da auch Gelder dann auch reinkommen, beziehungsweise, wie gesagt, durch Verträge, ob das jetzt beruflich ist oder halt ausbezahlte Verträge oder Erbverträge, das wisst ihr dann im Endeffekt am allerbesten. Das könnt ihr einschätzen, aber es geht auf jeden Fall raus. Ne? Wir haben die Wunscherfüllung daneben, das heißt für mich dann auch das, was wir uns wünschen, kommt dann auch. Ne? Es kommt auch dann schneller, manchmal auch als wir denken, das ist Aufbauglück, ne? Da wo vielleicht jetzt die Stagnation noch drauf ist, da geht es auch vorwärts durch
Ja, also ich sage euch ja immer wieder, entweder bekommen wir natürlich Gelder vom Amt oder natürlich durch Arbeit halt auch, ne? Und das ist natürlich ganz prädestiniert, wer jetzt auch den Job wechselt und dann ab Frühjahr eine neue Anstellung ist oder endlich wieder eine Anstellung ist oder wirklich sein Projekt Selbstständigkeit dann realisiert, dann geht es auch vorwärts, dann spürt man das. Das sind jetzt alles die Vorboten, die man jetzt ja, zu erledigen hat und wo man auch durch muss. Aber wir haben die Veränderung in unserem Hause, die Schnelle vor allen Dingen, auch mit dem Alltagsglück, mit der Veränderung auch in der Verankerung beruflich gesehen oder ich habe vorhin gesagt, das ist ja Verankerungskarte, ist ja auf verschiedene andere Situationen gemünzt, mit der höchsten Glücksrate, schicksalhaft, wo Transformation, wo wirklich das Ende auch, ja, bei manchen auch hier vielleicht revidiert werden möchte. Ne? Und das kann manchmal jetzt auch, wenn wir eine lieben Liebe wiedersehen, auch wieder mit Ex-Partner, Ex-Partnerinnen sein, weil wir haben auf den Bären das Herz, da ist die Partnerschaft, da sind die Gefühle, Trennung ist dahinter. Verlust von letztendlich von dem Sarg, also von der Trennung. Also wer darauf hofft, ne, habe ich vorhin auch gesagt, auch wenn es nicht leicht sein wird, wer darauf hofft, einen Ex-Partner, Ex-Partnerin wieder zu bekommen, hat hier auf jeden Fall auch ganz große Chancen, ganz gute Aussichten dann auch in dem Sinne, ne? Oder vielleicht auch mit Chef, Chefin kommt irgendwas, ne? Also auf jeden Fall haben wir Diagonalen hier auch. Das ist das Verletzte oder das, was wir uns, wo gerade noch so piekst, das geht auf jeden Fall weg in Herzangelegenheiten und da haben wir den Wachstum auch letztendlich drauf auf dem Bären, auch mit den Gefühlen, mit den Nachrichten auch zu uns. Und ja, wir spiegeln uns mit dem Mond, ne, mit der Gefühlskarte, wo jetzt Blockaden noch drauf sind, aber hier sind die neuen Wege, Entscheidungen schon, Komplikationen können diesbezüglich dann auch erledigt werden, ne? Oder wenn irgendjemand noch da ist, der oder die uns da hindert, auch unser Glück spüren zu dürfen, auch auf Gefühlsebene, das darf auch geklärt werden. Wichtig ist, schaut einfach auch, ne? Wenn er oder sie sich ein bisschen zurückzieht, dann ist das auch völlig in Ordnung, ne? Manchmal braucht man auch diese Phasen, man muss einiges klären, auch wir haben die Wunscherfüllung mit den Gesprächen schicksalhaft. Wichtig ist, dass wir da halt auch das einfordern, was wir uns wünschen und dass wir kommunizieren. Kommunikation ist alles. Und dann kommen wir auch für uns dann auch in diese Stabilität und auch in diese Treue, Loyalität und die Sicherheit auch ganz schnell auch rein. Vor allen Dingen, wenn wir Entscheidungen gefällt haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch Entscheidungen natürlich für uns, ganz wichtig für unseren Lebensweg. Ob es jetzt einen Mann oder Frau betrifft oder ob es beruflich gesehen betrifft oder die Verankerung, Verwurzelung woanders hin. Das ist alles hier wirklich, liegt sehr, sehr gut. Ne? Also absolut gut. Emotionale Fülle, Gelder auch, die ins Haus kommen, wo Gespräche reinkommen. Ihr wisst ja, die Fische sind emotionale Fülle, finanzielle und materielle Fülle im Allgemeinen, Kollektivorakel. Für beides ist hier Neustart und die Klarheit auf jeden Fall da. Ihr Lieben, jetzt drücke ich euch mal ganz, ganz doll, wünsche euch eine gute Woche und ja, freue mich über den Daumen hoch, freue mich über private Legungen und freue mich natürlich auch, wenn wir uns beim nächsten Orakel wiedersehen. Bis dann. Tschüss.